Herzlich willkommen zurück zu Divinity mit ungeladener Brusttextur unter Lou. Hi, ich habe voll die awesome geladene Brusttextur. Ja, so im letzten Part haben wir ja den Tristan noch mitgenommen, der einen englischen Titel hat, weil der wurde nicht übersetzt. Im Grunde ist dieses Spiel irgendwie doch noch in der Alpha. Irgendwie. Ja, aber es hat sich schon sehr viel entwickelt von der Alpha her eigentlich. Ja, und es wird fast jeden zweiten Tag gepatcht irgendwie. Ja, ja. Also weil die hier Deutsch und Französisch sind ja auch erst nachträglich nach dem Release dazugekommen, weil die damit voll Probleme hatten irgendwie. So, und was haben wir denn im letzten Part gemacht? Wir sind elendig gestorben. Stimmt, wir sind gestorben, weil wir... Oh Gott. Gibt es einen Weg zu trainieren? Und ich habe eigentlich in einem Wiki geguckt, die Rezepte und so habe ich mir angeguckt. Aber ich habe sie alle vergessen. Du Cheater. Es gibt ein Rezepte-Wiki, deswegen dachte ich so... Dachtest du so? Guck mal, meine Axt... Blinkt die bei dir auch ich schon, meine Axt? Ich habe gehört... Nee. Okay. Ach doch, doch, sie blinkt. <Voll blöd. lacht> sie blinkt. Das stört mich gerade voll. Ich hab, Ging mit E das Inventar nicht auf? Ah ne, mit I. Okay, ich hab zu viel Minecraft gespielt. Ja. Ich hab gehört, dass es Artikel darüber gibt, wie, irgendwie das Spiel einen nicht an die Hand nimmt oder so und dann das, da... Ich kann mich gerade nicht ausdrücken. Dass es Artikel darüber gibt, dass Leute meckern, dass das Spiel kein Tutorial zur Verfügung stellt. Nein, also so, warte mal, wie hieß der? Wie man das Spiel spielt, das einen nicht an die Hand nimmt oder so. Und dann wird, das ist doch der Punkt, dass man nicht an die Hand genommen wird. Und dann... Ist das nicht normal bei RPGs so? Also ist das nicht gut an RPGs, wenn das passiert? Ich finde das bei hier dem jetzt ziemlich gut, wie das gelöst ist mit den Quests und so, weil die sagen dir ja nicht direkt, also nicht ganz direkt, wie du den Mord verlösen musst. Du musst schon irgendwie ein bisschen selbst denken. Aber also jetzt auch nicht so abstrakt, dass es irgendwie Probleme machen würde. Und man hat ja auch den Log und alles. Und naja, egal. Ich glaube, wir sollten ein paar Nebenquests machen. Wenn wir können. Ja, man konnte irgendwas mit Haaren machen. Mit Haaren? Ja, ich weiß nicht mehr was. Ah. Ich habe auch gesehen, wie man deine Schriftrollen macht, aber ich habe es vergessen. Schriftrollen, das weiß ich doch. Oh nee, ich weiß nicht. Ich weiß nur, wie man die Lehren macht. Richtig. Dammit. Moment mal. Ich habe hier die Axt. Kann ich die Axt benutzen, um dieses Holz zu zerkleinern? Oh ja. Scheiße heiß hier, ne? Hallo. So. Nicht gut. Huch! Kannst okay. Du vielleicht mit Maxine reden, mit der Katze? Weil mit mir redet die nicht mehr. Ah, nee, die hat ja noch nie mit mir geredet, aber... Warte, ich mach mir gerade Waffen. Okay. Ich hab grad einen Stamm zersägt und hab, das hier gemacht. Ich hab dir gerade was gegeben. Oh. Du hast... Was hast du zersägt? Ich hab einen Stamm zersägt und hab, einen Ast mit Nägeln gemacht. Nägeln. Ja, das ist ja super. Die ist sogar besser als meine jetzige Waffe, wenn ich sie tragen könnte. Ja, ich brauche die aber auch nicht. Wo ist Maxine? Ich weiß nicht, wer du bist. Oh, das ist so nervig mit dem. Gib die mal dem anderen. Dem also ohne Mütze. Zu spät. Hast du mir jetzt eigentlich einen von den beiden zugewiesen? Nee, den musst du dir selbst geben. Den Jahan dachte ich, kannst du haben. Den kann ich haben. Okay, den habe ich jetzt. Bei mir backt das voll rum. Was? Ja, ihr beiden Zwillinge. Aber da die Kette zwischen denen, das sieht voll doof aus. Das nervt mich jetzt. Die Kette ist nicht richtig geschlossen. Ach so. Wo bist du? Ich stehe hier auf der Treppe. Was machen wir denn jetzt? Maxim, wo ist die denn? Die ist beim Bürgermeister. Bürgermeister ist jetzt das Büro. Kann man hier diese Waypoints setzen? Du läufst gerade rum, richtig? Ja. Okay. So, hier lang. Gerade hin und her gerannt. Das mit dieser blinkenden Axt nervt echt sehr. Lass die blinken, sie ist shiny. Und warum sind diese Anführer-In-Sicht-Zeichen jetzt anders? Anführungszeichen? Die Anführer-In-Sicht-Zeichen. Wir haben doch hier, du hast doch neben deinem... Leicht ist gepatcht worden.
Stimmt, das ist gepatcht worden, ja. Ach so, das Lorbeer-Dingsi. Ja, ja, aber das Lorbeer-Dingsi passt doch besser als das andere. Ja, stimmt, das andere sah nervig aus. Das war mehr. So, die war hier drin, ne? Ja, ich glaube. Sympathie minus 3, ich dürfte reingehen. So, Moment. Maxim? What do you want? Boah, ich kann immer noch nicht rein. Meine Güte, jemand, der auf den Chausseen und Seitenstraßen des guten alten Zeissiels mit der leichten Eleganz eines Miezchens mit dem Schwanz in der Luft herumstolziert. Solch ein Anblick ist in dieser Gegend doch recht ungewöhnlich. Aber wo sind meine Manieren? Ich bin Maxine und ihr müsst einen dieser Jäger sein, von dem man so viel hört. Was den unsinkbaren Sam angeht. Hm. Oh, er ist ein entzückender alter Kater, nicht wahr? Bist über beide Ohren verliebt in mich und wer kann es ihm verdenken? Dieses Gefühl beruht sogar auf Gegenseitigkeit, aber dieser süße Kater besitzt keinen roten Heller. Auch wenn ich oberflächlich wie ein Spaniel klingen mag, ich muss gestehen, dass meine Liebe an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Oh Gott. Was, wenn wir eines Tages kleine Kätzchen bekommen, er und ich? Die würden doch verhungern, oder? Mit einem Streuner als Vater. Lieber guter Sam, er ist so ein gutmütiger Kerl, aber er lebt doch eher am unteren Ende des Kratzbaums. Ich arme, muss doch ein gewisses Niveau halten, oder? Das ist so gemein. Einige Fragen. Okay, sie hat noch 6 mehr. Jetzt müssen wir wieder zu Sam. Müssen wir Sam sagen, dass er eine arme Sau ist? Ja. Und ich hab Ruf minus 1. Niemand mag mich. Jahan hat geflucht. Oh, was? Was hast du minus 1? Ruf. Mein Ruf ist minus 1. Warum? Ich weiß nicht. Wo siehst du das nochmal? Im Inventar. Ich habe Ruf. Hä, wo steht das? Bei Vitalität und AP. Ach da! 1. Aber plus. Warum? Was habe ich getan? Du bist doch der hier alles klaut. Ich lasse mich aber nicht dabei erwischen. Ich auch nicht. Warum hat Eva Marias Haus eigentlich so ein gelbes Zeichen? Ein gelbes Zeichen? Müssen wir da hin? Auf der Karte. Eva Marias Haus. Hä, da waren wir doch schon. Wir gehen jetzt erstmal zum unsinkbaren Sam. Das ist da oben. Oh, okay. Ha, okay. Das macht mich jetzt traurig. Ich weiß nicht, warum mein Ruf so gelitten hat. Der hat gelitten. Der hat voll gelitten. Hallo, Sam. Back again. Greetings. Was treibt die kleine Esmeralda denn so? Sie hat mit Abstand die gemütlichsten Schoß. Was Maxine angeht. Richtig, da liegt der Hund begraben. Ich bin nur ein Streuner und sie ist die Katze des Bürgermeisters. Oh, ich verstehe sie ja, das tue ich. Sie möchte einen wohlsituierten Kater, keine Entbehrungen. Einen Kater, der gute Mäuse verdient und ab und zu auch ein paar Kröten. Hätte ich doch bloß nach meinem Halsband. Es war so ein wunderschönes Stück mit Edelsteinen geschmückt wie der Nachthimmel. Angeblich wurde es eins von dem besten Jagdgepard eines Maharajas in einem fernen Land getragen. Gott. Jeder König der Katzen sah ich aus, als ich es trug. Es war ein Geschenk einer Prinzessin, der ich auf einer langen, gefährlichen Reise Gesellschaft leistete. Ein wertvolles Halsband mit Edelsteinen bestückt, das ich verlor, als ich ein Spielball der Wellen war. Ich nehme an, dass es noch immer im Meer ist, wo es von einer Krabbe getragen wird, die sich dazu eine Cäsar-Frisur vorstellt. Wenn ich doch nur wieder Cäsar sein könnte und Maxine meine Cäsarina. Cäsarina. Okay, wir müssen eine Krabbe mit Halsband finden. Okay. Das ja, das ist aufgelevelt, aber ich weiß gar nicht, was ich dem jetzt hier geben soll. Kann man das... Oh. Ah, ich drücke mal R. Weil und mit R schaltet man das die Leiste unten durch. Huch, jetzt spiele ich auch noch Jahan, das will ich aber nicht. Oh, und ich muss unbedingt die Kappe da nicht anzeigen lassen, das ist ja schrecklich. Meine Kappe ist cool. Ja, deine Kappe ist... So eine Kappe, ne? Oh, ich kann Kartoffelbrei machen. Wow. Kalter Kartoffelbrei. Das ist ja... Kann ich auch Käse matschen? Nein. Käse schneiden? Nein. Ich hab so viel Zeug. Wir müssen, warte mal, in den Gasthaus ein Feuer? Was können wir denn noch machen? Warte mal. Ist irgendwo ein Feuer, wo ich den Topf reinhängen kann? Ich weiß nicht. Gucken.
Lagerfeuer. Kann ich den Topf da irgendwie draufziehen? Ich hab's gerade ausgemacht. Das war jetzt ein Problem, glaube ich. Ah. Warte, ich mach was, ich mach was, ich mach was. Hä? Du machst was? Feldküche. Ach, jetzt steht die draußen. Was? Folge mir. Ich frage erstmal hier kurz den Tavernenheinz, ob der Arbeit für die Seeleute hat. Ah. Geil. Nö, hat er nicht. Achso. Oh. Ich habe einen Kürbis und einen heißen Topf. Was zum Henker? Kürbissuppe. Was hast du getan? Hast du das jetzt echt einfach übers Feuer gezogen? Ja, und dann wurde draußen die Feldküche aufgebaut. Ja, lol. Den Kartoffelbrei mache ich jetzt auch heiß. Den machst du jetzt auch heiß? Ja. Kühlt er sich auch wieder ab? Das wäre doof. Achso, hi. Oh, warm. Warte mal. Pizzateig habe ich auch noch. Kommt das Auto rein? Nee, dann brauche ich einen Ofen für wahrscheinlich. Auch was kochen? Es ist ein Pilz drin. Oder habe ich den da hingestellt? Ach, der wird da drin. Schinken. Kannst du den Schinken kochen? Großfleisch, warte mal. Ja, das kann jetzt auch da reinpacken. Warte, der macht. Ja, den hast du jetzt da draufgepackt. Ja. Den musst du wieder runternehmen. Nee, der. Hat da was irgendwie. Hä? Warum ist der da drauf? Nein. Ja, den hast du draufgelegt, weil schon der Topf belegt war, weil ich Abendessen gemacht habe. Ach so. Jetzt hast du, glaube ich, den Schinken. Ja, der geht aber nicht. Warte mal, ich gebe ihn dir wieder. Möchtest du Abendessen haben? Okay. Ja. Was hast du mir jetzt gegeben? Abendessen. Abendessen? Schweinebraten? Na, geht so. Abendessen, ach da! Das heißt so. Könnte verschiedene Auswirkungen haben, okay? Ess mal. Oh Gott, nicht das jetzt. What? Verlangsamt. Ja gut, verlangsamt bist du immer, wenn du. Was hat das jetzt gemacht? Bewegung minus 64, ja, boah. Stärke plus 1. Oh, voll Zeit gut! Plus 74. Dauer zwei Züge. Ein Zug, ja, jetzt geht das läuft ab, ja. Das ist jetzt natürlich traurig. Essen ist hier wie bei Guild Wars voll wichtig, ey. So. Kann ich noch was kochen? Kann ich die jetzt auch wieder mitnehmen? Oder ist die Feldküche jetzt hier für immer? Das weiß ich nicht. Ah ja, den Dietmar. Kann man noch suchen. Den Konrad? Am Strand. Nee, den Dietmar. Am Strand? Also, ich würde sagen. An welchem Strand? An dem oberen hier links oben? Ich würde sagen, wir gehen vielleicht zu dem neuen Wegpunktschrein, wo wir immer gestorben sind, und gehen da mal nach unten. Weil das haben wir ja noch nicht aufgedeckt. Vielleicht gibt es ja irgendwas Cooles. So. Ja? Dann geh vor. Okay, Moment. Jetzt weiß ich nicht, wie das. Ich brauche noch so viele Erfahrungspunkte. Wie heißt der? Oh, okay. Ah, wo bist du hin? Ja, hier hin, wo ich gesagt habe, wo ich hin will. Ah, ich muss. Verdammt, ich muss Jahan noch aufleveln. Hallo. Jahan! Jahan ist jetzt übrigens Stufe 4. Sind die Gegner denn jetzt hier wieder da? Ja, klar. Also die, wenn wir jetzt runtergehen, kommen die ganzen Skelette, die wir beim letzten Mal besiegt haben, wieder zurück. Die haben wir noch gar nicht besiegt da unten. Die, da unten waren wir noch die schon, klar. Oben nicht. Nee, hier unten da bei der Hütte. Nein, hier unten auf der Wiese, wo jetzt die Kiste auch noch steht, die noch leer ist. Nee, die kommen anscheinend nicht wieder, weil hier liegen noch die Skelette rum. Die hast du aufgedeckt und dann sind wir voll in die Falle getappt. Da waren 50.000... Ach so, hier, da unten. Ja. Die kommen nicht wieder. Oder? Also, nee, ich denke nicht, dass die Gegner da kommen. Nee, hier liegen doch tote Skelette rum. Ja, tote Skelette. Hier laufen wieder Explos-Skelette rum, ganz viele. Oh, super. Und ja, hier ist Öl, mal. Das brennen kann. Was soll ich denn Jahan aufleveln lassen? Weiß nicht. Was hat der denn schon so? Ja, der hat 1 Willenskraft, aber da kann ich nichts dazu machen. Aero-Theurge.
Hydrosophist, Handwerk und Schmieden. Jeweils eins drin. Oh Gott, ich muss hier weggehen. Was? Der kam immer näher. Oh. Wo willst du jetzt hin? Nach links unten oder was? Ja, da wo ich hingucke, da will ich hin. Da die Treppe hoch. Ja. Weil wir das. Da sind wir doch nicht weitergegangen. Vielleicht ist da ja irgendwas Cooles. Okay, lass mich dann aber gleich auf das Öl da Feuer schießen. Ja, Mann. Ich hasse das, aufleveln zu müssen. Ich kann das nicht. Ich mach immer alles falsch. Mir ist so heiß. Hä? Ja, lol, was ist das denn? Warum? Ach, jetzt geht's. Okay. Das war merkwürdig. Da wollte er das Ding einfach nicht mehr nach unten scrollen. Mann. Ja, was? Entscheid dich halt. Ja, nö. Ich geb ihm jetzt gar nichts. Vielleicht braucht er ja irgendwann irgendwas. So. So, warte, da ist ein Exoskelett im Haus. Ja. Siehst dann du das? Mach was dagegen. Tu was. Du bist lustig. Ja, wir können doch eh nur weiterlaufen. So, ich bin dran. Aha. Ich kann meinen Charakter nicht wechseln. Ah. Hä, wie, du kannst deinen Charakter nicht wechseln? Ich bin auf den anderen noch drauf. Du bist ja auch nicht dran. Ja. Mann. Oh, was? Zieht aus der Sichtweite. Oh, nu. Kannst du links das Feuer anzünden? Ich habe keinen Feuerzauber. Da hinten ist ein Zauberer. Boah, sind das viele. Ich dachte, du willst mich jetzt wegteleportieren. Nein, da willst du sterben. So, geh dahin. Was kann der denn eigentlich hier, der Jahan? Das gleiche wie du eigentlich. Naja, er kann auch ein paar andere Sachen. Ja, das ist jetzt aber hier eh. Da muss erstmal irgendwo hinlaufen. Lauf mal. Ja. Irgendwie. Boah, hier ist ja alles im Weg. Alles ist im Weg. Hier so hin? Ihr seid an der Reihe. It's your turn now. Ja, er kann nur Nahangriff. Ja, er muss so schon mit ihm halt rangehen. Aber er ist nur Level 1, ne? Das wird wahrscheinlich ein Problem sein. Ja. Vielleicht. Ich hab da mal was aufgeräumt. Ja, ich hab's gesehen. Lauf halt nicht ins Feuer. Oh! Schießt er auf mich? Stell dich in das Öl. Ah, oh, stell er sich nicht ins Öl. Doch, stell dich ins Öl. Das ist aber noch so ein Giftfass, ne? Ja. Das hat er gut gemacht. Oh ja. Ja, jetzt stellt er sich. Ah, nee, das macht ihm gar nichts aus. Super. Oh Gott. Kannst du den mal explodieren lassen? Kannst du da hinten das Ölfass anschießen? Das Schleimfass meinst du? Wo ist ein Boah, das kannst du auch versuchen, aber rechts ist auch hinten neben dem Schützen und. Ja, aber dann töte ich den aber nicht, den hier. Das Schleimfass. Ja, dann versuch den. Zauberer. Obwohl, der Zauberer ist auch ein Skelett. Das Giftfass macht ihm nichts. Nicht den. Ich probier mal was. Vielleicht stirbt er ja dadurch und dann. Der Teleporter. Ja. Explodiert da ja alles. Oh. Yeah. Sehr schön. Sehr gut. Ja, mein. Ein Ausrufezeichen. Ach so. Warum? Huch, mitten im Kampf. Das geht aber nicht, Leute. Das geht nicht.
Okay, der brennt. Verbraucht, dann würde das Gespräch jetzt auch Aktionspunkte verbrauchen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Tot. Aber bisher ist das ja ganz einfach. Nur wie mache ich den denn jetzt? Ja, Ich kann hier so hinlaufen. Oh nein. Oh, was? Bist du reingetapst. Kann ich da nicht hinschießen? Voll die Skiller. so. Alle Fässer anschießen. Ja, komm näher, dann kann ich dich hauen. So, okay. Hallo, na? Schmeiß ihn ins Feuer. Das geht, glaube ich, nicht. Hast ja schon einen gemacht, ne? Ja, das dauert jetzt wieder. Guck mal, wie kann das Fleisch... Hier liegt rohes Fleisch im Feuer. Wie kann das sein? Tja. Warte mal, das kostet 4 Aktionspunkte. Das 3. Okay. Nehmen wir das. Frieren doch nicht im Gift ein. Oh, nein! Genau das! Das war nicht mit Absicht! Ich hab 4 gedrückt, du blöde Kuh! Was macht er? Er soll... Dang it, der tolle Wurst. Naja, okay. Der kann auch Teleport. Ach schon! Der kann ja auch Teleport. Hol den mal aus dem Gift raus. Okay, ich mach ihn mal... Feuer. In die Nähe von, oder in die Nähe von meinem Schlag-Tristan-Typen, weil dann kann er draufhauen. Oder so. Jetzt ist er auch aufgetaut wieder, lustig. Ups. YOLO? Nein. Ich weiß nicht, ob der Tristan wird nicht so viel aushalten. Der ist doch erst Level 1. Ist der 1? Ja. Oh Gott. Ja, heil dich halt. Du kannst den doch jetzt einfach abschießen, habe ich gedacht. Der hat keinen Bogen, der Tristan. Ja, aber du bist doch danach dran. Weißt du? Oh, da verfehlt er erstmal. So viel dazu? So viel zu meinen Hoffnungen und Träumen. Yay, we did it. Quatschen. Was für ein belebender Kampf und was für ein finaler Treffer, den ihr gelandet habt. Ich hab den gemacht. Was? Ich habe hier die meiste Arbeit gemacht. Weißt du, wie ich den da ganz stylisch auf das Fass teleportiert, also neben das Fass teleportiert habe und dann alles explodiert ist, ja? Spart euch eure läppischen Komplimente und lernt von meinem Vorbild. Damit tut ihr uns beiden einen Gefallen. Bitschst du jetzt zurück? Oh, bitsch ich zurück oder nicht? Ich werde gerne von eurem Vorbild lernen und vielleicht lernt ihr etwas von meiner guten Kinderstube. Hätten wir davon nicht auch beide etwas, mein Freund? Ende. Das andere wäre gewesen, dass du nicht so ein großes Maul haben sollst. Tja. Das kann ich hier nicht looten, ey. Ja, jetzt brennt hier alles. Das ist ganz schön unangenehm. Wolltest du nicht irgendwie Feuer löschen? Ja, es regnet auch gerade. Von daher, keine Ahnung. Ja, konntest du das nicht? Ja, es regnet doch. Ja, aber konntest du nicht speziell... Was soll man denn noch machen? Aber du hast in der Höhle doch damals auch Feuer gelöscht. Ja, der Jahan kann Regen zaubern, aber... Aber du, da warten schon. Wir Jahan doch noch nicht. Du konntest doch auch irgendwie Feuer löschen, dann wurde das neblig. Achso, ich glaube, das war wegen Eises Kälte. Ja, dann mach mal auf das Feuer hier, aber bitte. Ich weiß nicht, ich kann das nur auf Personen zaubern. Sicher, das geht auf alles eigentlich immer. Nee, das geht nicht. Da ist ein X in meinem Zauberstab. Auch nicht auf Gegenstände? Hier liegt Schinken. Hier liegt Schinken. Ich will das Geld da haben, das sind 16 Gold, ja, die da liegen. Das geht nicht. Ah, jetzt ist es weg, es geht weg. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht doch eh von alleine weg. Aber so lange, ey. Ja. Oh, Schlüssel für irgendeine Falltür. Gealterte Stoffrüstung, gealterte Robe. Wie viel hier noch liegt, was ich nicht gesehen habe, ey. Metallrüstung. Hier ist irgendwo eine Falltür. Ich glaube da. Warte doch. Gib das doch. Mach das doch weg da. Ah, hallo Falltür. Ja, hallo, warte. Falltür. Ich wollte
Wollen wir da reingehen? Lass uns vorher speichern. Lass uns vorher speichern. Ich wusste nicht, dass ich direkt da reinlaufe. Oh, der Dings hat ein Level-Up, der Tristan. Falltür. Jetzt bist du da draußen. Ja, ich wollte gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt, aber du hast alles aufgehoben, oder? Ja. So, was hat denn der Tristan? Der Tristan kriegt Konstitution. Der Tristan kriegt... Fertigkeiten, Buch des Wirbelwinds. Awesome. Waffenknecht, den kann ich gar nicht aufwerten. Geheimnisse der Schriftrolle Band 5. So. Ganz viel Loot. Fliegenpilz. Voll Lehrmeister hast du schon, ne? Ja. Böse Taten. Er kriegt Taschendiebstahl, so. Aber Taschendiebstahl ist eigentlich besser, wenn man mehr Geschicklichkeit hat. Hübsch! Oder hochstufige Zutat. Okay. Hübsch oder hochstufige was? Ich habe einen Rubin gefunden und da steht hübsch oder hochstufige Zutat. Okay. Fertigkeitenbuch des Wirbelwinds, was ist das? Achso, ich habe eine Dings für dich. Waffenknecht-Fertigkeiten, oh, das kann ich nicht. Ich habe dir gerade eine Robe zugeworfen. Oh ja, danke. Danke sehr. Hör doch mal zu. Ja, ja, aber die ist irgendwie genauso wie meine. Warte mal, der Tristan ist ja Nahkämpfer, ne? Ja. Vielleicht ist das was für den, obwohl das braucht... Oh nein, das war falsch. Ich habe ihm irgendwas anderes gegeben, aber nicht das, was ich wollte. Aber das erfordert Stufe 7, also ist eh egal. Geheimnisse der Schriftrolle. Ja, toll, nee, die haben wir ja schon gehabt. Erfordert Stufe 7, Alter. Freude mit Flüssigkeiten. Wenn ihr wisst, wie man Tränke herstellt, versucht ihr mal Tränke zu mischen, die euch vor den Naturelementen schützen. Aber versucht nicht Sachen zu mischen, die nun ja sich nicht mischen lassen. Toll. Du meinst da unten reingehen, ich geh jetzt da rein. Ich bin da schon drin, du Held. Ach so, du lootest hier schon wieder hier der Kerzenständer. Was bringt der? Der Kerzenständer, ich glaube. Hier ist eine kleine Kiste mit einer nicht identifizierten alten Amulett. So, hast du jetzt gekriegt. Das habe ich jetzt gekriegt. Mach fertig und gib zurück, wenn es geil ist. Ja, selber nett. Was kann das denn? Ist schlechter als meins. Kannst du haben. Lehrmeister plus 1 ist schlechter als meins. Ich habe jetzt einen Rubin. Dem kann man irgendwas basteln, aber ich weiß nicht was. Machst du? Kisten öffnen. Achso. So, haben wir hier noch irgendwas? Das ist ja ein langweiliger Keller hier. Was ist das hier? Ja, ich dachte, das wäre jetzt hier so ein... Ja, damit kann man irgendwie nichts machen. Es macht Geräusche, wenn man draufklickt, aber mehr nicht. Die Fackel da steht auch gut, der Kronleuchter. Ich mach mal alle Kerzen aus. Bup, jetzt steht sie richtig. Oh. Kannst du das hier bewegen? Was? Nicht genügend Stärke, beweg mal den Deckel. Den hier. Nicht genügend. Achso. Ah! Oh! Hallo! Hallo Snorri! Hallo Snorri! Hallo, der winkt? Ja, der ist doch voll glücklich irgendwie. Können wir mit dir reden? Du redest mit dem jetzt. Ne? Ja, ich rede. Achso, du redest gar nicht mit dem. Nee, nee. Schaut her, Leute. Habt ihr einen schönen Tag? Ich hab einen schönen Tag. Drücken, ziehen, heben. Schaut euch diese Muskeln an. Wie früher in meinen Zeiten auf dem Jahrmarkt. Wollt ihr mir ein wenig über euch erzählen? Ich habe die 7 Weltmeere mit den Besten bereist. Mit den Besseren als den Besten. Aber ich habe meine wahre Bestimmung auf dem Meermarkt gefunden. Ich war der stärkste Mann in Cecil und sie haben mich dementsprechend bezahlt. Was meint ihr mit in meiner Zeit auf dem Meermarkt? Das waren tolle Zeiten, wie die Leute meine Kraftakte bestaunt haben. Ich war damals einfach großartig. Jeder konnte gegen mich bei einem guten alten Faustkampf ohne Handschuhe antreten. Aber haben sie mich jemals besiegt? Lächerlich! Ihr mögt es also zu kämpfen, nicht wahr? Moment, ich will erst mit dir handeln. Was hast du denn? Fertigkeitsbuch des Blitzschlags. Aha, aha, mhm, aha. Huch, da speichert er.